Damit verschiedenes Grillgut optimal zubereitet werden kann, solltet ihr auf dem Grill verschiedene Garzonen schaffen. Dazu füllt ihr nur die eine Seite des Grills mit glühender Kohle und die andere Seite bleibt frei. Die höchste Hitze entsteht natürlich direkt über der Kohle. Die nehmt ihr zum scharfen Anbraten von zum Beispiel Fleisch oder Gemüse. In dem Bereich ohne Kohle entsteht bei geschlossenem Deckel die indirekte Hitze. Diese eignet sich zum Durchgaren von bereits angebratenem Grillgut oder für sehr zarte Lebensmittel wie Fisch oder auch Gemüse. Und natürlich auch super zum Warmhalten. Mit diesen zwei Grillzonen könnt ihr unterschiedliches Grillgut also optimal und zeitgleich zubereiten.